St. Gallen gilt als Leuchtturmprojekt. Letztes Jahr gab es ein Beben, leuchtet es jetzt nicht mehr so. Haben Sie da Lehren daraus gezogen? Wir lernen tagtäglich im Projekt, seit Projektbeginn. Und auch das Beben hat uns mehr über den Untergrund jetzt wissen lassen. Und wir wissen auch, auf was wir aufpassen müssen, was vielleicht mögliche Projektanpassungen sind. Und man lernt laufend und passt sich entsprechend auch an in einem solchen Pionierprojekt. Die Bevölkerung befürchtet halt künstlich ausgelöste Erdbeben nach solchen Bohrungen. Wie sieht es das in St. Gallen aus bei der Bevölkerung? Also die Akzeptanz ist sehr groß von Anfang an. Wir hatten eine Volksabstimmung 2010 mit 83% Zustimmung der Stimmbevölkerung, die das Projekt unterstützen. Und auch nach dem Erdbeben, auch überraschend, war der Zuspruch fürs Projekt sehr, sehr groß. Natürlich gibt es auch Stimmen, die dann das Ganze kritisch sehen, gewisse Ängste da sind. Aber grundsätzlich ist immer noch der Zuspruch da. Das beflügelt uns auch, eben das Projekt weiterzuführen. Eine Zwischenbilanz, Sie haben sich Ziele gesetzt, wie sieht das aus? Ja, wir sind im Moment dran, die Daten der Produktionstests auszuwerten. Die wurden jetzt im Oktober 2013 durchgeführt und wir hoffen, dass wir Mitte Februar entsprechend die Informationen auch vorliegen haben, dann basierend darauf entsprechend planen können, wie es im Projekt weitergeht. Wir werden sicherlich nicht in diesem Jahr noch weiter bohren. Dazu fehlen uns auch diverse Auswertungen, aber wir werden sicherlich Mitte Jahr bereits eine Tendenz sehen, wie konkret die Projektumsetzung aussehen wird.